Episodenspiele sind die neue Hoffnung der Computerspielebranche. Häppchen Games, die nicht an einem Stück erscheinen, sondern in Raten, im Wochen- oder Monatsrhythmus. The Walking Dead ist solch ein Stück-für-Stück-Spieleabenteuer. Es hat sich millionenfach verkauft. Das Vorbild dieser Veröffentlichungsstrategie sind Fernsehserien. Und die dienen oft auch als Vorlage für die Inhalte. Auch für die Macher hat die serielle Produktion von Spielen ihren Reiz. Oscar Gilbert produziert das Episodenspiel Life is Strange. Es ist in 5 Teilen erschienen, jeweils im Abstand von 2 Monaten. Die Spieler können mehr Zeit mit den Charakteren verbringen. Das ist sehr wichtig für uns. Dadurch bekommen sie mehr Tiefe und werden greifbarer für die Spieler. Und die bekommen so einfach mehr Mitgefühl. Wenn eine Folge vorbei ist, können sie über die Entscheidungen nachdenken, die sie getroffen haben. In Life is Strange schlüpft der Spieler in die Figur einer Fotostudentin, die die Gabe hat, die Zeit zurückzudrehen. Immer wieder muss der User entscheiden, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten soll. Und diese Wahl muss gut durchdacht sein, denn sie bestimmt, wie es in der Geschichte weitergeht. Rewind. Whoa. What the fuck? How can that be? So sollen die Nutzer tief ins Geschehen eingebunden werden und die nächste Folge kaufen. Die Leute warten auf die nächste Episode. Sie stellen Fragen und diskutieren. Sie wollen mehr sehen und wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir beenden jede Episode mit einem Cliffhanger. Gerade amerikanische Fernsehserien schaffen es immer wieder, eine Art Sog zu entwickeln und die Zuschauer mit den Inhalten zu beschäftigen. Die Fans diskutieren in Foren und Blogs. Sie spekulieren über Hintergründe und tauschen Ideen über den möglichen Handlungsfortgang aus. Ob das bei Computerspielen genauso klappt, bezweifeln Experten, etwa der Medienwissenschaftler Christian Huberts. Das Hauptproblem von episodischen Spielen ist mittlerweile wirklich noch, dass die Zeiträume, in denen die einzelnen Episoden erscheinen, oft zu lang sind und Spieler dann schon von vornherein sagen, ich habe keine Lust, immer 2 Monate zu warten, ich warte jetzt einfach ein Jahr und kaufe mir das dann, wenn es vollständig ist. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Bei dem Episodenabenteuer Tales from the Borderlands von dem kalifornischen Spielehersteller Telltale lagen 4 Monate zwischen der Veröffentlichung der ersten und der zweiten Folge. Das nehmen Gamer nicht mehr als Serie wahr, sondern höchstens als Einzelspiele mit Ähnlichkeiten. In möglichst regelmäßigen Abständen Nachschub für die Fans zu liefern, bedeutet eben auch viel Druck für die Spielehersteller. Schließlich erwarten die Gamer, dass jede neue Episode auf die vorige noch einen draufsetzt. Die Produktion ist wirklich sehr anstrengend. Es ist, als ob du alle 2 Monate ein neues Spiel machst. Dein System muss alle 2 Monate fehlerfrei sein. Du musst das Spiel alle 2 Monate Sony, Microsoft und den anderen Plattformen vorlegen und von ihnen das Okay kriegen. Das ist wirklich eine Riesenarbeit. In diesem Punkt ist die Spieleindustrie noch nicht so weit wie die alten Medien, die die Fortsetzungsgeschichten erfunden haben. Stephanie Bogon ist Dramaturgin für Fernsehserien. Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen waren dazu da, dass Menschen diese Zeitungen möglichst immer kaufen. Was in erster Linie einem kommerziellen Ansatz folgt. Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen gibt es kaum noch. Und auch das wöchentliche Entgegenfiebern auf eine Serienepisode ist eine aussterbende Form des Medienkonsums. Binge-Watching heißt der neue Trend, bei dem man gleich Dutzende Episoden einer Serie nacheinander wegguckt. Spätestens seit Mediatheken wie Netflix ihre Serien in ganzen Staffeln freischalten, ist das Warten auf die nächste Folge zu einem Ritual von gestern geworden. Ob sich das Publikum nun für Game-Fortsetzungen das gerade verlernte Warten wieder neu antrainieren möchte, ist eher fraglich.